scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Gerne. Danke. Und jetzt kommen wir zur vierten Impulsgeberin. Und auch die liebe Shirin war schon öfters dabei. Und Shirin Zaran, sie begeistert mich einfach durch ihre Schönheit. Schaut mal, wie schön sie ist heute. Wie eine Königin, wie eine Göttin. Dankeschön. Danke für dein Strahlen. Wir sehen, dass du beseelt bist. Ja. Und ihre Mission ist es, Selbstständigen und Unternehmern zu zeigen, wie sie ihr Business so aufsetzen können, dass es ihnen das Leben ihrer Träume ermöglicht. Durch ihr empathisches Wesen und ihr analytisches Denken entdeckt sie ungenutzte Potenziale und entwickelt mit ihren Kunden umsetzbare Strategien, Konzepte und kreative Lösungsansätze, die zum unternehmerischen und persönlichen Erfolg führen. Die Vision ihrer Kunden ist ihre Mission und der Erfolg ihrer Kunden das gemeinsame Ziel. Das Thema heute, das Tal der Tränen. Das Geheimnis des Weiterkommens besteht darin, loszulegen. Ein Zitat von Agatha Christie. Und liebe Shirin, das Mikrofon gehört dir. Vielen Dank. Ja, das Tal der Tränen, es klingt dramatisch und ich glaube, wir sind alle schon mehr als wahrscheinlich nur einmal durchgegangen. Und das Thema betrifft auch nicht nur Selbstständige, sondern wahrscheinlich jeden Menschen hier. Und manchmal weiß man einfach nicht mehr weiter. Manchmal hat man das Gefühl, dass die ganze Welt gegen einen ist. Aber ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass da, wo Schatten ist, auch immer Licht ist. Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Schauen wir uns aber mal das Tal der Tränen gemeinsam an. Und dafür habe ich dir ein Bild mitgebracht. Huch. Der berühmte Vorführeffekt. So, das ist das Tal der Tränen. Wir beginnen also mit dem Thema Verweigerung. Das heißt mit der Aussage, nein, es ist alles okay, das wird schon wieder, ich weiß schon, was ich tue. Und die Phase der Verweigerung kann man eigentlich auch Verleugnung nennen. Und im Endeffekt wird der Luftballon mit aller Gewalt unter die Wasseroberfläche gedrückt, damit man sich bloß nicht mit den eigenen Themen auseinandersetzen muss. Denn wer weiß schon, was da alles zum Vorschein kommt. Dann geht man das Tal der Tränen noch ein bisschen weiter runter und da wird man dann konfrontiert mit Angst. Ich habe Angst zu scheitern, ich habe Angst allein zu sein, ich habe Angst zu verlieren, ich habe Angst vor der Veränderung. In der Angst schrumpfen Menschen. Sie fühlen sich klein und verloren und auch wenn sie noch einen Schritt vor den anderen setzen, vermuten sie hinter jeder Ecke ein großes Monster, welches sie zu verschlingen droht. Alles ist beängstigend und die kleinste Kleinigkeit wird als Bedrohung empfunden. Angst ist lähmend und vor allem zieht die Perspektivlosigkeit ein. Doch mit der Angst ist es noch immer nicht getan. Wir sind noch immer nicht ganz unten, denn das wirklich große Monster wartet noch auf uns. Es geht also weiter mit dem Widerstand, denn eigentlich wollen wir da gar nicht runter. Ich will aber nicht, ich mache das nicht, ihr habt doch alle keine Ahnung und vor allem ich weiß es besser. Widerstand rebellieren wir wie kleine Kinder in der Trotzphase. Fühlt sich fixiert, es gibt kein Vor und kein Zurück mehr und eigentlich geht man nur noch über einen Verteidigungsmodus, als wären Leib und Leben in Gefahr. Das ist nicht schön. Und dadurch, dass wir uns so sehr im Widerstand und im Verteidigungsmodus befinden, werden wir wütend. Das ist natürlich. Ich hasse die Menschen, ich hasse die Welt, ich hasse mich, ich hasse einfach alles. Man ist wütend auf alles und jeden und vor allem sind immer die anderen schuld. Denn nichts funktioniert mehr, so wie man es möchte. Eigentlich ist es sogar genau das Gegenteil. Man schwimmt dem Rettungsring im Wasser hinterher und mit jedem versuchten Griff nach dem Rettungsring treibt man ihn weiter hinaus ins offene Meer. Und man selbst versucht ihm immer weiter hinterher zu schwimmen, bis man die Küste aus den Augen verliert und sich endgültig allein, hilflos und vor allem auch verloren fühlt.
Jetzt kommen wir ganz runter ins Tal der Tränen. Wir sind in der Depression. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin am Ende. Es gibt keinen Weg aus dem Loch, in dem ich sitze. Keiner liebt mich und niemand schätzt mich. Ich habe keine Motivation mehr und das alles bringt auch eh nichts. Ich bin verloren. Für immer verloren und allein auf weiter Flur. Das ist Resignation und Apathie. Der Rettungsring ist so weit von einem weggetrieben, dass man keine Hoffnung mehr hat, jemals aus der eigenen Misere herauszukommen. Küste ist schon lange aus dem Sichtfeld verschwunden und es ist eigentlich auch kein rettendes Schiff in Sicht. Man vergräbt sich unter den Decken und wird zum Nichts. Nichts fühlt nichts, weil nichts nicht da ist und nichts kann man auch nicht wehtun und nichts ist einfach nicht existent und damit irgendwie sicher. Doch was passiert dann? Einige Menschen bleiben tatsächlich in der Depression unten sitzen. Und denen kann man auch nicht wirklich helfen. Denn um aus der Depression herauszukommen, muss man den Willen haben, herauszukommen. Der nächste Schritt wäre dann die Exploration. Vielleicht gibt es da doch einen Weg raus. Vielleicht bin ich doch nicht so alleine, wie ich dachte. Vielleicht kann ich doch was. Und vielleicht können Menschen brauchen, was ich kann, was ich habe. Und dann kommt so ein kleiner Blick aus dem Beckenberg heraus und da ist vielleicht doch dieses lang ersehnte Rettungsboot am Horizont. Es gibt wieder Hoffnung. Es gibt einen Weg daraus und man will ihn schaffen. Man findet die Kraft wieder, um zu diesem Rettungsboot zu schwimmen, was einem schon entgegenkommt und ja, man schafft es an die Küste. Und das ist die Gabe des Nichts. Denn nichts hat nichts mehr zu verlieren. Und nichts kann aus der Neutralität in die Kreativität kommen. Besinne dich also auf deine Fähigkeiten, sobald du zurück bist an Land. Du hast das Potenzial, um es wieder nach oben zu schaffen und diesmal sogar noch weiterzukommen als beim ersten Mal oder beim letzten Mal. Denn diesmal hast du mehr Erfahrung und wirst dieselben Fehler nicht wieder machen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, denn wir fangen jetzt an zu akzeptieren. Ich akzeptiere, dass in der Vergangenheit nicht alles perfekt gelaufen ist. Und es war auch nicht alles meine Schuld. Aber vielleicht habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Und ich sehe jetzt aber einen Weg vor mir und ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe daraus gelernt und kann etwas Positives aus meinen Erfahrungen ziehen. Es war vielleicht auch nicht alles negativ. Und ich gehe jetzt stärker aus der Krise hervor. Ich nehme meine Stärken und Schwächen an und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und nicht die ganze Welt retten kann und auch nicht muss. Aber ich kann meinen Beitrag leisten und als erstes rette ich mich selbst. Der Gipfel ist nah und ich schaffe auch noch die letzten paar Meter. Und das ist das Commitment, das, worauf es wirklich ankommt. Ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, welches ich verfolge und ich schaffe das. Ich erreiche meine Ziele und ich werde mich selbst stolz machen. Ich bin so weit gekommen und ich kann noch so viel mehr. Die Energie ist zurück und aus dem kleinen Licht am Horizont ist eine strahlende Sonne geworden. Auf dem Gipfel angekommen, kann man wieder frei atmen und Chancen und Möglichkeiten erkennen und wahrnehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes liegt einem alles zu Füßen. Das ist das Tal der Tränen. Doch was lernen wir denn tatsächlich daraus? Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und sobald wir erkennen und akzeptieren, dass nicht alles so gelaufen ist, wie wir das wollten, und es in Ordnung ist, haben wir die Chance, die Sonne am Horizont wieder zu sehen, weil wir einfach diesen Weg herausfinden aus diesem riesigen Deckenberg. Und es ist legitim, auch mal schlechte Tage zu haben. Und es ist legitim, diese schlechten Tage vielleicht auch mal für 3 Tage zu haben. Aber es ist kein Grund zur Verzweiflung. Elementar ist, dass du bei Rückschlägen nicht den Mut verlierst. Wenn sich eine Türe schließt, dann öffnet sich ein Fenster. Und wenn es noch so klein ist, da ist immer ein Fenster. Glaub an dich und an deine Fähigkeiten, denn du hast es dir verdient. Du darfst erfolgreich sein. Du darfst Geld verdienen. Du darfst glücklich sein und du darfst alles tun, solange du damit niemandem schadest. Auch und vor allem nicht dir selbst. Und im Endeffekt, wenn du an deinem Mindset arbeitest, dann musst du ab und zu mal die Kurve kriegen.
Denn du musst es auf Erfolg programmieren. Und ich meine jetzt nicht das, was die Gabi vorhin schon so schön gesagt hatte, dieses, wir tun mal so und schmieren ein bisschen Make-up drüber. Nein, es muss aus dem Herzen kommen. Du musst dein Mindset so programmieren, dass du wirklich erschaffst und hast. Denn dann stehst du im Saft deiner Kreativität. Wenn dein Mindset jedoch auf Mangel und Verlust programmiert ist, dann wirst du damit auch ständig konfrontiert werden. Es ist also eine Entscheidung, ob du Mut findest oder irgendwo vielleicht sogar ziemlich weit unten im Tal der Tränen festhängst. Programmier dich selbst auf Erfolg, auf Haben, auf Erschaffen und auf Kreativität und erschaffe dir das Leben, das du dir wünschst, denn du hast es verdient. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Thank you.